Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Hier haben wir ein Problem. Der macht gerade Stress. Der da halt wieder raus. Ich weiß gar nicht, wo das Problem jetzt war. Ist doch mega Platz noch gewesen, oder? Kein Weg elektrisch. Macht die Sache natürlich jetzt nicht einfacher, weil der liefert nämlich hier gerade, das ist nämlich genau der Zug, der hier unfassbar viele Maschinen anliefert. Wie schaut das eigentlich hier aus? 27. Da fahren noch die alten... Das ändern wir mal, weil die sind nämlich auch irgendwie 32er Busse. Ja, ja, 5 Millionen. Ich zahle das. Ich weiß, ihr seht das immer nicht gerne, wenn ich Geld ausgebe, wenn ich auf was spare. Ich mache es aber in dem Fall tatsächlich trotzdem, einfach um hier nochmal ein bisschen Luft reinzubekommen. Damit auch einfach hier ein bisschen mehr geht. Ja? Damit die Städte auch ein bisschen weiter expandieren können. Okay. Nächste Baustelle war hier oben. Plön. Plön ist bekannt dafür, richtig heftige Busse zu haben. Wir haben hier drauf einen Volvo. Das ist schon mal gut. Aber die sind zu viele. 7 von 30. Ich würde mir gerne die Nuller schnappen. Sind die Nuller? Ah, es fährt einer mit einem rum. Die sind halt so hart getaktet, ne? Die waren mal kleiner und langsamer und dann sind sie halt irgendwann größer geworden und schneller. Und jetzt haben wir das Problem, dass natürlich manche von diesen Linien einfach zu viele Fahrzeuge drauf haben. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Da nimmst du einfach ein paar Fahrzeuge runter und schwuppdiwupp schaut die Lage schon gleich viel besser aus. Und die fahren halt mehr voll. Ich sag nicht, dass ihr danach volle Busse habt, sondern einfach, dass die sich auf die paar mehr verteilen und damit einfach hier ein bisschen besserer Durchsatz geht. Ja, das ist so das Ding. Ja, in der Regel hast du ja hier auch ein paar Leute stehen. Die wollen hier meistens auf den Bahnhof. Und der Bahnhof ist mit 230 nicht mal schlecht besucht. Das ist eigentlich ganz schick auf der Seite. Das kann man eigentlich so lassen. Natürlich könnte man jetzt hier Außenbezirke noch mehr mit anschließen, muss es aber gerade gar nicht. So, wie schaut es jetzt generell hier aus? Haben wir noch irgendwas, was unsinnig ist? Mal abgesehen vom Brötchen-Plön-Zug, der dringend einer Aktualisierung bedarf. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein zweiter Zug eines Tages mal kommt, aber 150 Millionen pro Fahrzeug. 91 werden jetzt zu zahlen, ist mir natürlich zu viel. So, der kommt hier an, fast voll. Fast auch eine Million. Guter Zug. Also es ist eine gute Linie, die wir deutlich besser, noch deutlich stärker auffüttern könnten. Wie schaut es hier in Trottnau aus? Auch hier haben wir einen ganz guten Takt eigentlich drin. Da fahren auch aktuell Volvos drauf. Die sind okay, die sind im Plus. Hier haben wir ein bisschen Plus, hier haben wir Plus, hier haben wir ganz viel Plus. Und hier oben immer noch ganz wenig. Also das ist immer, das zieht sich immer diese eine Linie durch, die einfach halt schwierig ist. So, der Plastikwerkzeugkutsche, die hier fährt. Ich bin fast am überlegen, ob wir der nicht einfach sagen, fahr auf der Hauptroute mit. Kann sie nicht, ne? Wir haben hier keine Überlagerung rüberwärts. Hätten wir diese Überlagerung hier drauf, dass der hier weiterfahren könnte und auch über diese Hauptstrecke rumkommen würde, könnten wir den halt auch beispielsweise bis hier hochfahren lassen. Dann kreuzt der hier mit. Dann würde der sich durchschlängeln und wieder zurückfahren. Fährt natürlich sehr oft sehr leer. Wäre nur eine Möglichkeit, das nochmal zu verbessern, wenn wir es wollten. Aber was ich auf jeden Fall will, ist jetzt erstmal hier das Update für einen Zug machen. Das ist jetzt, warte mal ganz kurz. Stop it. Können wir das jetzt machen? Ich schau mal gerade, ob es geht. Nein, nicht genug Geld. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es noch vor dem Jahreswechsel. Ich denke mal, so 80 bis 85 sollten wir auf der Pfanne haben. Das wäre so wünschenswert. Die 200-fache Ladegeschwindigkeit ist halt auch geil, ne? Wir haben jetzt ein bisschen Minus gemacht. Wir haben aber neue Fahrzeuge für 8 Millionen gekauft. Das darf man nicht vergessen. Neue Straßen auch. Achso, Straßenfahrzeuge, ja klar. Gebäudeunterhalt ist klar. Verkaufte Fahrzeuge 2 Millionen. Einnahmen und so weiter. Okay. Die Schiffe wollten wir, glaube ich, auch mal überprüfen. Ne? Da war ja auch noch was offen. Jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt Januar bei 61 Millionen. Das ist nicht schlecht. Das Jahr ist abgeschlossen. Wir haben ein bisschen mehr Plus gemacht. Wenig, aber mehr.
So, hier senken wir jetzt, glaube ich, auch mal irgendwann das Ding runter, oder? Das ist ein bisschen arg. Wobei, wenn die anderen dann aktualisiert sind, dann kommt hier halt auch richtig viel oben an, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dann glaube ich. Aber ich mache jetzt eisern. Heute wird dieser Zug geupdatet, so oder so. Ich schaue mal, ob wir 85 zusammenbekommen. 87, jetzt gucke ich mal. Einer allein würde mir reichen. Einer allein wäre es schon. Yes! So, jetzt dieses Minus nehme ich in Kauf, meine Lieben. 17 Millionen. Okay, kein Problem. Ich hoffe, es ist dieser Zug hier. Ja, es ist dieser Zug. Ich werde zum Tier. Oh, yes. Die Kapazität ist real, meine Lieben. Den lassen wir jetzt mal ein bisschen rausfahren, so bis hier ungefähr. Die Stickel sind auch der Hammer, ne? Müssen wir auch noch upgraden. Ich geh gerade steil. Das ist jetzt, wenn der eine Runde gefahren hat, dann haben wir hier, dann haben wir jetzt hier gleich völlige Eskalation am Arbeiten. So, mal gucken, hier so vielleicht und dann hier noch ein bisschen rüber. Ja, das ist schön. Schönes Bild. Mit dem fahren wir natürlich jetzt eine Runde mit. Ganz klar. Okay, Finanzen werden natürlich von dem Zug deutlich teurer sein als alles, was bisher da gewesen ist. Er hat nur eine kleine Box geladen. Das waren die bisschen Lebensmittel, die hier drauf waren. Und es ist noch nicht mal alles. Er könnte noch so viel mehr transportieren. Hat er aber nicht gemacht. Auch der eine VTG hinten dran. Auch das wird jetzt hier völlig niederschlagen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das richtig wehtun wird. Wenn der einmal richtig fährt. Der fährt jetzt schon mit 110 hier lang. Es wird nur noch besser. Einfache Geschwindigkeit, meine Lieben. Können wir in den überhaupt reingucken? Innenansicht? Ja, Innenansicht. Jawohl. Nicht so ganz geil gemacht, aber schaut schon gar nicht. Also, allein, dass es so eine Führerstandansicht gibt, ist, finde ich schon gut. Es wirkt einfach cooler. Wenn ich mich da jetzt umsehen könnte, wäre es noch geiler. Aber auch das schon, schaut schon cooler aus. Das hier auch. Das hier, so eine Unterkamera finde ich auch wichtig. Na, aber das ist schon richtig gut. Fährt ihr mit 75 rum? Ja, na klar. Ah, Autosave. Nein! Weißt du, so ein Autosave kommt immer in der falschen Sekunde. Das ist immer so irgendwie. Aber es macht gar nichts. Kommt er wieder klar. Und dann geht auch die Frames wieder hoch. Bisschen zumindest. Ja. Das, wie gesagt, diese Strecke müssen wir auch mal upgraden. Also 160 km/h sehe ich auf dieser Strecke auch schon. Das werden wir auch machen. Wir sind nach Herzberg unterwegs gerade. Das müsste hier Herzberg sein. Nee, das ist Friedstedt. Klar, Herzberg ist die nächste Haltestelle. Wir fahren mit 120 Eisern. Das Signal sagt, fahr durch. Gucken wir mal. Gucken wir einfach. Oh, ein bisschen daneben gegangen hier. Uiuiui. Leichte Fehlkonstruktion. Ich bin gerade so gespannt. Schaut auch im Übrigen total krass aus, wie die Schiene hier nach oben geht, ne? Am Ende. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Realität gibt, aber es schaut episch aus. So, ich will jetzt sehen, was der lädt.
3,3 Millionen hat er gerade verdient. Ist gerade tendenziell im Plus. Wird natürlich auch mehr Geld kosten jetzt. Aber wir lassen das jetzt einfach mal dahingestellt. Wir gucken jetzt mal, wie er sich belädt. Und zwar ist er gleich entladen. Hat hier ordentlich reingepulvert. Und jetzt nimmt er hier auf. Das ist, wo wird das gelagert? Hallo? Ach, das ist die falsche Verteilung, oder? Jetzt fährt er mit den 80 hier wieder weg. Das ist natürlich jetzt wenig. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal gerade. Wir sind ja jetzt eine Weile mitgefahren. Jetzt schauen wir mal, was hier oben passiert. Der ist natürlich jetzt noch total lächerlich unterwegs. Hat ein bisschen was aufgesogen und fährt weiter. Gucken wir mal schnell, was sagt die Produktion hier. 1000 sagt die. Ist möglich. Momentan ist der Bedarf immer mehr eingebrochen. Er geht jetzt auch wieder zurück. Die Fabriken laufen halt nicht so stabil. Das wird hoffentlich im nächsten Teil dann wieder anders. Also im Transport Weaver 2 soll ja vieles überarbeitet worden sein an dieser Ecke. Und was ich jetzt hier sehe, ist mir das, was mir am richtigen am meisten gefällt, ist, dass hier Sprit transportiert wird. Das macht natürlich diese Linie auch deutlich finanzreicher, ja, weil jetzt hier Benzin auch geliefert wird. Das freut natürlich diese ganze Route, weil hier jetzt überall auch Sprit angeliefert werden kann. Es wird durchgeliefert und so weiter. Das heißt, auch hier werden wir mehr als eben nur Getreide und nur Werkzeug und, ne, das geht hier einfach jetzt generell mehr. So, verdienst du 1,7 Millionen? Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. So, was bringt der uns hier? 300.000 ist nicht die Wucht, er geht auch jetzt preislich höher. Und lädt halt hier jetzt auch ein bisschen auf. Auch nicht viel, ne? Falsche Richtung in dem Fall, oder? Ja, Herzberg, die andere wäre besser gewesen. Aber da, wie gesagt, wir können jetzt deutlich mehr hier lagern. Hier hat er auch mehr Benzin abgebracht. Hat er jetzt Benzin hier mitgenommen? Nein, hat er nicht. Also so viel ist es noch nicht hier, hat sich noch nicht geteilt sozusagen. Aber jetzt kommt der hier dann auch mit an, weil der liefert ja gar, kann ja gar nicht so viel annehmen. Das heißt, wir werden hier jetzt mal Folgendes sehen. Wir werden jetzt sehen, wenn der hier oben dann steht, was der macht. Aber der wird jetzt erstmal hier runterfahren, denke ich. Der wird nur bis hierhin fahren und dann wieder zurückfahren, denke ich. Schauen wir mal, ob der andere gerade kommt. Nee, ich glaube, der ist einfach viel schneller vom Laden und Entladen her. 1 Millionen, ist schon echt hart. Ach nee, die fahren ja so, ja klar. Wie viel ist hier? 308. Das ist schon nicht wenig. Es wäre natürlich jetzt ziemlich geil, wenn hier noch einer kommen würde. Und hier wartet ja auch noch 325, also auch da ganz, ganz coole Sache. So, gucken wir mal schnell. Der verbraucht jetzt etwas mehr Finanzen. Aber der ist ja auch noch nicht mal im Ansatz ausgeschöpft, der Zug. Der lädt jetzt erstmal. Jetzt kommen die Momente, wo es drauf ankommt. Das würde ich halt gerne euch mal zeigen. Wenn er uns zu teuer wird, meine Lieben, wenn uns diese ganze Güterverteilung zu teuer wird, stoßen wir sie komplett ab. Bevor wir uns da ewig verschulden, machen wir das nicht. Wir hauen dann alles weg und konzentrieren uns auf den Personenverkehr und machen dann wieder neue Güterverteilung. Das aber erst, wenn es drauf ankommt. Im Augenblick brauchen wir das noch nicht. Ja. Die Geschwindigkeit ist natürlich auch entscheidend. Guck mal, kommt der hier an? Ja, tatsächlich. Und? 1,6 Millionen plus. Ja, also ihr seht schon, der kommt jetzt auch noch dem hinterher. Es wäre natürlich jetzt interessant, was passiert, wenn der jetzt erstmal den ersten Liter hier annimmt. Aber hier ist noch nichts groß aufgefallen, ne? Der ist jetzt besser im Plus. Wie schaut die Gesamtlinie aus? Die Gesamtlinie ist im Plus. Hat noch irrsinnige Zahlen hier. Der ist auch im Plus. Die Brötchenlinie ist besser, deutlich besser hier. Okay. Die ist von 10 Millionen auf unter 1 Million runter. Wird schon. Und damit wird die hoffentlich jetzt auch besser. Wie gesagt, das ist eine Verteilungsfrage ganz einfach. Wie schaut es mit den Zügen hier oben aus? Die gerade die Spritlinie würde ich gerne mal sehen. Der kommt jetzt hier mit 200 Liter Sprit an. Auch da wäre die Überlegung, ob wir nicht noch mehr geben würden. Wie viel Benzin wartet hier? 700 ist in der Produktion angedacht.
Ja, dann zieht jetzt an. Okay, also die checken das jetzt so langsam, dass es möglich ist, hier was anzuliefern, was ich extrem wichtig finde. Hundert liegen schon wieder da. Ja, da einen ganz schön weiten Weg. Aber hier liegen halt auch extrem viel Menge. 2000 auf der Plastiklinie. Jahre alt, das Ding. Die Plastiklinie. Die Plastiklinie wird für was nochmal gebraucht? Hier wird Plastik produziert. Das ist hier in der Produktion hier oben, ne? Ja, da ist noch gar nicht mal so viel im Lager. Die Plastiklinie könnten wir hier noch ein bisschen verbessern. Da überlege ich mir mal ganz kurz was. Würde gerne irgendwas in die 1,6. Ja, der muss aber halt ordentlich ziehen. Der zieht halt auch richtig Menge, ne? Ja, das Wendezug-Feature, ne? Schon cool. 9. Die ÖBB ist dann auch geil, aber auch sehr teuer. Was ist das denn? Fake-Version. Achso, nee. 40. Halt auch hier möglichst viel Leistung und Zugkraft haben. Was könnte man denn da nehmen? Green Cargo. Also green ist das nicht, wenn der so teuer ist. Nehme ich auf jeden Fall. Und dann brauchen wir hier halt einfach Sprit. Da muss einfach Sprit rein. Der, vor allem der liefert halt schon echt ein Tausender. Ist mittelmäßig aktuell mit den 100er Höchstgeschwindigkeit. Gefällt mir auch nicht so. 200, 220 geht auf den Dingern ja auch gar nicht. So, 100 Millionen kostet dieses Fahrzeug in der Ausführung. Schafft aber Röhl 3, 6, 9, 1200... Machen wir das so. Sagen ja, Fahrzeugersatz ein. Wie viel kostet es? 100 Millionen, okay. Ist ein teurer Spaß. So, kommt jetzt hier Sprit endlich in rauen Mengen an. Hier ist Sprit gelagert, hier ist kein Sprit mehr gelagert. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Haben wir erste Spritlieferungen hier drin? Sobald ja diese Fabriken überhaupt erstmal anfangen, sich das hier anzugucken, in dem Moment, wo die erst anfangen damit, hier die ersten Sprittröpfelchen einzufragen, ja, wird nämlich Folgendes passieren. Diese Fabriken sind überhaupt nicht auf Sprit ausgelegt. Ja? Die könnten noch viel, viel mehr, wenn wir sie lassen würden. Hier zum Beispiel auch geil. Ja, die würden auch Sprit anfragen. Wenn sie bedient werden, brauchen die nämlich irgendwann immer mehr. Das ist sau wichtig zu wissen. Weil die fragen dann immer, immer weiter an. So, hier ist Benzin gelagert. Jo, hier noch nicht so und hier auch noch nicht so. Gucken wir mal schnell, den haben wir ja auch einen erneuert, den Getreidebrot, der kann ja transportieren, der transportiert jetzt auch, okay. Wenig, aber er transportiert. Ja, also jetzt kommt hier auch einfach ein größerer Mix an Gütern und Waren an und der wird auch nach Bredstedt transportiert gerade. Nur einfach nur kurz warten, bis hier der erste Zug wieder kommt. Falsche. Wo ist denn der andere? Da ist gerade hier, oder was? Und mit dem. Warte auf drei Wege. Ja, das dürfte auf jeden Fall. Weil der andere ist ja echt nicht weit. Bin gerade am überlegen, ob wir hier oben einfach mal ein bisschen was dünner machen sollen. Damit die sich nicht wirklich derart hinterher fahren, können wir gerade nicht. Das gute alte Signal, jawohl. So, dann nochmal ganz kurz gucken. 80 Millionen, 6 Millionen. Das wird sich jetzt einpendeln. Das wird sich jetzt einpendeln. Aber wir müssen diese Strecke ja ein bisschen signalloser machen, damit die uns nicht permanent hintereinander herfahren. Das wäre nämlich extrem unglücklich.
hier muss man auch extrem aufpassen. Weil dann müssen sie nämlich miteinander zurechtkommen, ob sie wollen oder nicht. Mal gucken. So, dann muss der jetzt hier warten, bis der oben rausgefahren ist. Das tut mir zwar in der Seele weh, wenn der steht, aber er kann gar nicht anders. Und das ist eine gute Sache, weil dann kriegen die hier mal ein bisschen wenigstens Luft rein. Das ist so wie ein natürlicher Taktgeber, wenn man das so macht. Gucken wir mal schnell. Hier ist der, den Sprit kann er eh nicht holen. Bringt der Nächste eigentlich schon wieder Sprit an? Nee, es ist jetzt noch nichts da, aber der könnte Sprit bringen. Ja, 61 wieder. Könnte auch viel, viel mehr im Übrigen liefern. Ne? Aber hier kommen die nächsten 64. Aber auch der nimmt jetzt bei jeder Tour einmal mehr Sprit mit. Was macht, sagt es mit den Finanzen? Noch nichts unterschiedlich. Da könnte noch einfach viel, viel mehr passieren. Wobei ich ja der festen Überzeugung bin, dass jetzt auch hier einfach generell mehr geht. Was sagt der Zug dazu? Ob der hinten schon anfangen, besser zu werden? Noch nicht. Der ist noch im Minus. Wie gesagt, es soll jetzt erstmal so ein bisschen... Es ist wie mit den Passagieren. Am Anfang kommen immer sehr, sehr wenig Leute und plötzlich da hast du dann 100 Mann da stehen. Ähnlich wird das hier auch sein. Ich bin mir sicher, das wird in den nächsten Folgen hier ziemlich zulaufen, das Ding. Und auch das Teil wird besser funktionieren, wenn wir dann nochmal Feuer geben. Das ist jetzt okay. Vorher war man immer ein bisschen im Plus, aber das hat ja einfach ein Entwicklungspotenzial hier auch. Also manchmal habe ich keinen Dunst, was mit den ganzen Waren passiert. Er hat noch mehr als 100 Brötchen da gehabt. Potenzial. Versuche mehr Lebensmittel abzutransportieren. Ist ja ein Witz, oder? So, steht der andere hier rum? Nein, tut er nicht. Der kommt nämlich jetzt hier schon wieder. Jetzt haben wir hier eine bessere Aufteilung. Okay, dann auch hier wieder ganz kurz ein kleines Upgrade an der Brötchenlinie. Das ist nämlich viel zu kompliziert geworden. Wir machen jetzt folgendes, ich lösche die ganze Linie mal ganz kurz. Letzte Amtshandlung für heute. Ich weiß, das ist jetzt etwas unglücklich. Also, wir fangen an. Du fährst hier los. Fährst hier hin. Fährst hier hin. Nenne ich hier auf die 3. Hier hin. So. Von hier aus kommt ein neuer Zug ran, richtig? Da kommt nämlich der Warenverteiler ran. Und der bringt auch eben Güter rein. Okay, sehr schick. Und dann sagen wir das so und dann fährt er nach der 3, weil der ja Güter hier mitnimmt, fährt er zu 4 weiter. Und dann ist aber auch Zappenduster hier. So, go for gold. Da haben die nämlich jetzt nicht mehr 11 Minuten, sondern 5 Minuten und können deutlich mehr abtransportieren. Mit deutlich mehr Abtransport könnte sein, dass das hier sofort drauf reagiert und hier die Produktion nach oben schießt. Das wird natürlich jetzt ein Schlückchen dauern, bis er den Transport umsetzt, aber wir kriegen einfach mehr Versorgung hier durch. Ich weiß jetzt nicht, ob er das von hier oben macht. Macht auf jeden Fall. Sehr schön. Und er räumt nämlich hier schön auf. Wie ein Staubsauger. So. Dann laufen die nämlich ein bisschen besser. Können ein bisschen mehr transportieren. Das ist ganz gut. Das hier ist ganz, ganz gefährlich, was wir hier haben. Wie laufen denn eigentlich diese Trams? Die laufen gut und die könnten besser laufen. Auch das ist eine wichtige Information. Ha? Nein, nicht H. Liebe Claudia, nicht H. Das ist diese Tram, die hier läuft. Weil die verstopft uns nämlich auch zudem noch ein bisschen hier den Takt. Da sind die Dinger drauf. Die kosten 800.000 das Stück. Das ist natürlich sehr teuer. Was kann man dann noch? 90er könnte man draufpacken. 83er. Die TZ München Variante. 62, ne? Weil die nicht immer voll fahren, ne? Wo staut sich das bei denen? Hier nicht, oder? Nö, das ist okay. Die kommen hier einfach nur nicht anständig raus.
weil hier so ein bisschen stauig ist. Aber hier schaut es gut aus. Und hier unten? Ist auch eigentlich okay. Hier haben wir doch auch nochmal... Ja, hier ist auch noch mal sowas. Da fährt noch der alte MAN drauf rum. So ein Sprinter drauf, oder? Was hat denn der 31? Da fährt er nicht mehr die Hälfte mit. So ein 20er Sprinter wäre cool. Schauen wir mal, ob wir sowas in die Richtung finden. Ein 20er Kapazitätsgeschichte wäre cool. Eine richtig tolle Sache. 15 ist mir halt ein bisschen zu wenig. 28 ist wieder ein bisschen zu viel. Naja, oder auch nicht. Das kostet der Ersatz 2,1. Aber diese Tram ist auch guter Dinge. Die entwickelt sich gerade erst richtig gut. Wie schaut es bei der aus? Die war schon ganz gut. Die entwickelt sich jetzt gar nicht mehr so weiter, weil sie einfach ja auch nicht mehr kann, glaube ich. Ich glaube, das ist halt einfach generell hier so eine Frage. Ja, da ist ein bisschen, glaube ich, das Problem hier auch. Können wir das vielleicht vergrößern mit ein paar Krötis? Mal ganz kurz eine Sekunde warten. Machen wir ganz kurz ein Upgrade hier drauf. Nein, keine Busspur. Ja, Tramgleis. Ja, elektrisch. Weil hier ist ein Nadelöhr entstanden. Okay, das passt dann. Jetzt müsste es hier ein bisschen besser laufen. Dauert es natürlich ein bisschen, weil die sich hier ein bisschen gestaut haben und der Verkehr jetzt ein bisschen ticken abfließen kann, weil hier ist nämlich die Hölle los. Das kriegen wir aber hin, meine Lieben. Da bin ich mir zumindest halbwegs sicher. Hier würde ich gerne nochmal einen Tram im Wald finden. So, so ist ein schönes Trambild. Würde ich gerne noch für diese Folge mitnehmen. Bild. Hübsch. Hübsch ist. Haben wir jetzt eins gemacht? Ja, oder? Ja. Gut, meine Lieben. Wie gesagt, wir arbeiten uns dahin, wo es schön ist. Nämlich nach oben. Wir müssen das auch, weil wir haben natürlich auch alte Fahrzeuge in unseren Reihen. Ja? Wenn ich mal kurz das Alte angucke, hier haben wir nämlich den Zügelstahlwaren. Der ist 114 Jahre alt. Auch der müsste dringend mal erneuert werden. Hat keinen Fahrzeugersatz drin. Den könnte man günstig machen, das ist ganz klar. Den brauchen wir momentan nicht, der Ertrag ist da. Ansonsten die ganzen alten Tottenau Tengen zum Beispiel. So ein Fahrzeug. Ein alter Schienenbus, ne? Auch da könnten wir uns was Neues, so ein kleines, etwas schnelleres Gerät überlegen. Der verdient gut. Das wäre so eine Sache. Da würde ich sagen, Fahrzeugersatz, eine ganz kurze Geschichte. Mehr als 100 Leute. Das machen wir jetzt noch schnell auf die Schnelle quasi. Da reicht mir so ein kleines Ding mit mehr als 100 Personen. 200 könnten wir hier mitnehmen. Kostet uns 15 Millionen pro Stück. Nehmen wir mit. Ist gekauft, meine Lieben, ne? Also da brauchen wir nicht lange überlegen. 26 Millionen für diese Strecke geben wir dann aus. Müssen wir halt in den Ersatz uns überlegen. Haben wir jetzt schon gemacht. In dem Fall brauchen wir da jetzt nicht mehr groß drüber nachdenken. Ja. Hier oben genau dasselbe. Es ist jetzt natürlich ein bisschen nochmal am Ablaufen, weil schlicht und ergreifend jetzt natürlich hier die Linie sich neu aufstellen muss. Vorteil, ich glaube, wir haben hier schon die ersten Öle angeliefert. Ja, die ersten 10% sind schon da. Das erhöht natürlich den Faktor hier auch nochmal ganz enorm, weil hier einfach gute Waren ankommen. Und, die natürlich auch vielleicht sogar mal irgendwann weiterverteilt werden können. Im Augenblick noch nicht, aber vielleicht bald mal. Das hier.
Hier staut sich gerade ein bisschen Stein auf. Das ist ein bisschen unglücklich. Hier müssen wir vielleicht diese Linie auch mal trennen. Da sind zu viele Fahrzeuge hier drauf. Na, das staut sich dann auch ein bisschen. Da müssten wir vielleicht hier nochmal ein kleines Depötchen anbauen oder sowas in die Richtung, einfach damit die sich trennen voneinander. Weil das ist nämlich auch nicht so ganz so cool gedacht. Weil hier auch viele Fahrzeuge einfach sind. Weil die Produktion hier ist natürlich enorm, ne? Und die steigt auch immer weiter. Also die Produktionen aller Industrien gehen hier, glaube ich, gerade so ein bisschen steil. Die gehen durch die Decke. Also es staut sich, wie gesagt, alles ganz vehement und massiv. Obwohl der Verkehr hier tatsächlich relativ gut am Fließen ist. Das ist in Ordnung. Aber hier ist halt echt gerade am völligen Durcheskalieren. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die Fabrik jetzt einfach auch leer ist irgendwann mal. Ne, wohl gar nicht mal so. Aber die produziert halt einfach wie doof, ne? 3000 sehen wir hier. Das ist halt schon viel. Und diese Dinger fahren ja auch nicht unbedingt immer leer rum, ja. Sondern immer so mit 24, das ist auch ein guter Wert. Diese, wie gesagt, diese ganze Linie. Ich hatte mal die Überlegung, ob ich die Steinbaumart nicht einfach ersetzen soll. Wir haben hier das Gerät hier drauf gepackt. Mal ganz kurz. Hier haben wir den Future Truck zum Beispiel. Der könnte Stein nicht transportieren. Ganz doofe Sache. Der hier könnte auch keinen Stein transportieren. Riesige Mengen kann der tragen, aber das nicht. Wir könnten natürlich aber auch sagen, wir wollen zum Beispiel irgendwas Kippermäßiges haben. Machen wir hier einen richtigen Kipper. Stimmt, hier oben, da. Sowas. Der kann Stein transportieren, aber wieder keinen Baum hat. Versteht ihr das Problem? Also ich kann machen, was ich will. Ich komme um die Dinger hier nicht rum. Und diese Teile werden nur besser durch diesen hier. Der kann halt noch viel, viel mehr transportieren. Das bedeutet, ich werde mal ganz kurz mir überlegen, bin ich natürlich eine Sekunde zu spät hier drauf gekommen. Ja, wobei, wir brauchen hier nicht noch mehr. Es ist ja eh schon voll. Wir sollten erstmal das abtransportieren. Das sollten wir vielleicht mal einfach laufen lassen. Lasst ruhig das Ding hier voll schwemmen, dann fahren die wenigstens immer voll. Die Steinbaumart haben wir gerade gesehen, ist mit 8,4 Millionen eigentlich im Plus. Das ist ein guter Wert. Da brauchen wir jetzt nicht dran rumfingern. Das Ding hier, 113 Jahre alt, wird allerdings eines Tages auch mal eine Erneuerung bedürfen. Da bin ich sogar ziemlich sicher, dass das so ist. Und eine Aktualisierung von dem Ding, ich weiß nicht, was es kostet, aber ich stelle mir vor, dass es teuer ist. Was kostet das? 122 Millionen pro Fahrzeug. Uiuiui. Ja, da fliegen dir die Löffel weg, aber ganz gewaltig. Im Pluszimmer, die Folge ist wieder sehr, sehr lang geworden für das, was ich eigentlich vorhatte. Aber, ach, was willst du machen, ne? Hier geht der Verkehr gerade extrem steil. Das ist natürlich auch eine Frage, wie viele Leute oder können diese Züge mitnehmen. Ich bin der Meinung, dass dieser Zug hier zu klein ist, dass wir definitiv hier nochmal ein bisschen Gas geben müssten, nochmal vielleicht einen neuen Zug kaufen müssten. Eine Aktualisierung für einen Zug kostet 50 Millionen. Auch das wäre natürlich wichtig zu haben erstmal. Aktuell sind wir so 20 Millionen, kann ich mir gerade so rausziehen. Nochmal einen Zug drauf zu packen, würde sicherlich helfen. Weil hier auch einfach der Zug immer wieder voll wird. Vor allem in die andere Richtung, via Barbie, ist sehr, sehr viel los. Da sind wir jetzt auch gerade echt ein bisschen am Krebsen. Die Plöner Richtung aber genauso. Und die Plönen finde ich fast noch wichtiger, dass wir die noch ein bisschen aufbessern. Weil der hier, der kommt, wird zwar voll, aber wir sehen hier jetzt auch zum Beispiel gerade, dass die sich wieder hinterherfahren. Das ist natürlich saublöd, weil dann verdient der auf der Route halt echt überhaupt nichts, ne? Jawohl, überhaupt nichts ist ein bisschen vage. Der verdient schon was, aber halt zu wenig. Er hat jetzt gerade den Vorteil, dass hier gerade Umsteigaktionen sind. Aber wir müssen halt mit, ja, da fehlen mindestens 100 Passagiere auf der Route. Das könnten wir halt echt machen, aber hier stehen immer noch 300 rum. Also diese Zug zu aktualisieren auf der Plön, das ist auf jeden Fall mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt. 73 Millionen kostet uns der Gesamtersatz der Flotte. Einer dieser Fahrzeuge, kann ich mir noch Info anziehen? Nee, Ersatzfahrzeug, nee. Ich würde gerne den nochmal als Info sehen, wie viel wir eigentlich drauf haben. Ich glaube, das waren doppelt so viele, fast 400 oder so. Das würde auf jeden Fall auf der Linie helfen. Er ist sehr klein, sehr schnell im Verhältnis. Das ist eine gute Sache. Wir könnten natürlich auch hergehen und erste Züge hier austauschen. Das auch wäre auch wichtig. Also wir müssen uns jetzt in der nächsten Zeit massiv auf die Richtung
Passagierbeförderung ein bisschen konzentrieren. Das machen wir auch. Das wird auf jeden Fall so stattfinden. Und bis es soweit ist, sage ich erstmal danke fürs Zugucken. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtipp. Ciao.